Barbara, ich bring die hier. Wir hatten drüber gesprochen. Ah, ja, ja, ja. Wir haben ja auch schon auf ihn gewartet, ja. Also, das ist Tarik. Der kommt aus Syrien, aus Aleppo. Ich denke, ihr wisst alle, was das heißt. Ja, und weil Tarik schon ganz gut Deutsch spricht, kommt er jetzt in eure Klasse. Also, probeweise. Ach, schau mal, Tarik. Das trifft sich ja gut. Da kannst du dich gleich zu deinem Freund setzen. Hier. Gut. Ja, dann frohes Schaffen. Ja, danke, Melanie. Ja, gut. Also, beim Bruch rechnen. Siehst du? Gut, dass du da vorne sitzt. Dann kann ein Freund neben dir sitzen. So. Das ist nicht mein Freund. Das hier ist also ein Kuchen, ein ganzer Kuchen, der jetzt... Frau Löhr? Ja? Kann Tarik was über sich erzählen? Ja. Ja, meinetwegen. Ja, Tarik, dann erzähl mal was. Aber das wäre doch total interessant. Wo kommst du genau her? Wie ist das mit dem Krieg und wie viele Geschwister hast du? Bei euch gibt es bestimmt viel mehr Kinder als bei uns, oder? Richtig. Aber... Ja, das ist völlig in Ordnung, Tarik. Also, das Bruchrechnen. Das hier ist also ein Kuchen... Macht doch eine Wandzeitung. Stellt euch gemeinsam vor. Oder gegenseitig. Wer kann dir dabei helfen, Tarik? Ich finde das super. Ich aber nicht. Ich möchte nicht. In drei Viertel. Und jetzt machen wir hier noch...